Fernsehapparate, gestern fuhr mit Dog dabei auf Probe, dass wir wissen, wie er geht. Ich hab ihm aufgepasst aufs Tischl mit der Bossa Vogue. Das muss man gesehen haben, wie der Leibern dort steht. Ja, ich und meine Familie, wir sind für das Moderne. Wir gehen selbstverständlich mit der Zeit. Wir setzen uns vor den Bildschirm und dann schauen wir in die Ferne. Und alle, die das wissen, frisst er nicht. Die Typen ist uns ganz egal, da reden wir uns nichts ein. Er muss nur größer als die Nachbarn seiner sein. Für heute Abend sind schon sämtliche Verwandte da. Wir sind ein ausgesprochenes Zentrum der Kultur. Und immer kommen ein paar bessere Bekannte noch. Jetzt hört's bald auf, wir kommen langsam, seid schon genug. Das Zimmer, das ist angefüllt wie eine Dosen mit Sardinen. Sie sitzen schon am Tisch und auf der Erde. Die Onkel, Tanten, Neffen, Nichten, Vettern und Cousinen. Sogar der Großpapa, der eh nix hört. Das ist halt eine Begeisterung und keiner bleibt daheim. Und alle warten aufs Programm. Um 19:30 sitzen wir hier vor dem Fernsehapparat. Bei die Knepf, bei die Vier muss man wissen, wie man draht. Heute gibt's eine Sportschau und dann eine Mordschau. Mit 17 Tode, ja, das regt uns immer auf. Der Krimineser mit dem Calabresa, der haut an jeden, den er sich gerne drauf. Geh, und dann kommt der Opa für ganz Europa. Und zwischendurch eine Reklame für Tarnol. Und dann um 10 kommt erst der Schöne, eine echte Landesschützenfeier aus Tirol. Ja schaut's, was ist denn mit dem Kistel los, das geht nicht gescheit. Das macht uns Mandel und Herz, es will nicht funktionieren. Da kommt das Bühnel nur auf Raten, so von Zeit zu Zeit. Mit so einem Ratenkauf, da kann man sich blamieren. Wir haben doch einen neuen gekauft und nicht vielleicht einen alten. Das hat doch mit den Raten gar nichts tun. Der Onkel sollt Antenne aus der Oberlichten halten. Uje, jetzt ist noch viel, viel schlechter geworden. Der Fernsehapparat, der ist halt sicher noch gehemmt. Er muss sich einspülen, weil die Gegend ist ein Fremd. Was ist los mit dem Fernsehapparat? Warum geht denn der nicht, wo man umeinander draht? Ich hol einen Hammer. Es ist ein Jammer, jetzt holt das Werkzeug runter samt der Etagere. Aus derer Hechen auf meine Zechen, die kann ich weghauen, jetzt brauch ich's nimmer mehr. Ich schnapp das Kastel und wir ribastel, da spritzen Funken außer, ui, was ist doch geschehen. Ich greif am Stecker, alle sind dicker, ja, weil jetzt haben wir die am Fernsehbüdel gesehen. Dann macht's ein Schepperer, ein Fluscherer, ein Zischerer, Chimbum. Und die Röhren, die Klungen, die fliegen im Zimmer um und um. Und der Peppi-Onkel schreit verzweifelt draußen vom Balkon. Schaut's, die Wale-Tante fliegt mit samt dem Fernsehapparat durch die Oberlehrten-Grotten.